Sebastian rief die beiden Fotos nebeneinander auf und zog die Stirn kraus. Fest blickte er auf den Bildschirm, atmete dann aber hörbar aus. »Okay, wie ist das jetzt möglich? Ich sehe, was du meinst. Auf dem einen Foto ist der Wagen da, auf dem zweiten Foto ist es dann verschwunden. Waren wir denn blind? Es ist auf keinem der anderen Fotos zu sehen, nicht auf einem. Ich habe mir die ja jetzt wirklich genau angesehen, aber da ist kein Wagen.« »Spielte Ihnen da jemand einen Streich?« »Aber es war Kates Wagen, da war sich David sicher.« »Ich kenne das Auto mittlerweile gut genug, es ist ihres. Und wir sehen es da nicht, weil wir es sehen sollen, sondern es steht da. Kannst du dir also erklären, warum wir es nicht gesehen haben und warum es auf keinem der anderen Fotos drauf ist? Das hat nichts mit einer ganz normalen Geisteraktivität zu tun.« Bei sowas von normal zu reden, schafften auch nur sie zwei. Sebastian zuckte leicht mit den Schultern. »Woher soll ich das denn wissen? Sowas ist mir auch noch nicht begegnet. Und leider habe ich kein Internet, sonst hätte ich YouTube mal gefragt oder Google. Die wissen doch eh alles.« Das hier ging eindeutig über das, was sie sonst kannten, hinaus und ihm gefiel das nicht. Vermutlich auch, weil sie bis jetzt nur noch nie so nahe an Geisteraktivitäten herangekommen waren. Mittlerweile war es draußen stockdunkel und keiner von beiden wollte jetzt noch rausgehen, um nach dem Wagen zu sehen. »Wir könnten es versuchen«, murmelte David eher halbherzig, denn eigentlich wollte er nicht raus und mit der Nachtsichtkamera durch den Garten stochern. Anderes Licht war nicht erlaubt, nur die Nachtsicht, und mit der konnte man sich in dem unwegsamen Gelände schon mal schnell die Knochen brechen. Skeptisch sah Sebastian ihn an. »Das wirst du ganz bestimmt nicht tun. Wir bleiben hier drin und versuchen hier nochmal Kontakt zu jemandem zu bekommen. Wo ist das Portal? Versuchen wir es damit.« Mit dem Portal konnte man die Stimmen der Geister hörbar machen. Sie hatten sich vor ein paar Monaten die Bauanleitung von einer Internetseite geholt. Steve Huff, so nannte sich der Erfinder des Portals, der auch ihre Bauanleitung online gestellt hatte. Und mit diesem hatten sie bereits erstaunliche Ergebnisse bekommen. Über einen Gitarrenverstärker und ein paar andere elektrische Geräte wurden die Stimmen von Geistern sehr viel deutlicher gemacht. Stimmen, die man manchmal auch als Electronic Voice Phenomenon auf den Aufnahmen hatte, die sie an den Geisterorten drehten. Sie wurden von dem Gerät wahrgenommen und auf eine Lautstärke gebracht, die jeder verstehen konnte. Sebastian war großer Freund des Portals und liebte es, in den alten Häusern mit jemandem zu sprechen, den man nicht sehen konnte. Fast fühlte er sich wie ein Junge, der etwas Neues und Verbotenes fand und es nicht wieder hergeben wollte. Manchmal, wenn ihn die Geister um Hilfe baten, fühlte er sich schlecht, denn die meisten Auswertungen waren erst später zu Hause möglich, wenn man Hintergrundgeräusche rausfiltern und löschen konnte. Oft sprachen auch mehrere Seelen gleichzeitig und man musste diese Spuren trennen, um überhaupt irgendwas zu verstehen. Eigentlich ein schönes Spiel. Eigentlich ein schöner Zeitvertreib. Doch an einem Ort wie diesem liefen ihm Schauer über den Rücken. Was, wenn sie hier wirklich mit jemandem sprechen konnten, den sie kannten? Das alles wirkte auf einmal sehr viel bedrohlicher. »Willst du das wirklich tun?«, meldete sich auch David, obwohl er bereits das Portal aus dem Koffer holte und die nötigen Geräte zusammensteckte. »Du willst es doch genauso sehr wie ich«, murmelte Sebastian. »Aber hast du dir Gedanken darüber gemacht, wie du mit dem Ergebnis umgehen willst? Was, wenn wir wirklich mit einem Geist reden? Und was, wenn dir nicht gefällt, was er uns zu erzählen hat?« Wenn Sebastian ehrlich war, hatte er sich schon längst diese Frage gestellt. »Damit muss ich eben rechnen«, murmelte David leise und atmete durch. »Ich bin hergekommen, weil ich Kate finden will, und ich fürchte, dass ich sie hier finden werde. Wir haben ihr Auto gefunden, und das bedeutet, sie muss hier irgendwo sein. Ich werde nicht eher aufgeben, bis ich weiß, wo sie ist.« Lächelnd nickte Sebastian, wuschelte seinem Freund durch die Haare und atmete etwas durch. »Gut, dann machen wir hier jetzt alles fertig, und dann, ja, wo wollen wir die Portal-Session denn starten? Hier direkt im Flur, oder wollen wir uns einen anderen Raum suchen? Wir wissen ja noch gar nicht, wo hier wirklich Aktivitäten sind.« So gut Sebastian versuchte, seine Professionalität zurückzubekommen und sich an die alten Spielregeln zu halten, so schwer fiel es David. An Regeln, an die sie sich immer hielten, wenn sie sich auf Geisterjagd machten. David wollte ihm gerade sagen, dass es vielleicht gut wäre, wenn sie hier unten am Fuß der Treppe anfangen würden. Da hörten sie leise Klaviermusik. Sie erklang nur ganz zart. Fast als hätte jemand ein Radio im Keller angelassen, doch es war zu hören. Fragend sahen sich die beiden jungen Männer an, konnten eine Gänsehaut jedoch nur sehr schwer verbergen. »Ich denke, da hast du deine Antwort«, murmelte David und räumte die Geräte, die sie brauchten, zusammen.
Sebastian starrte die Treppe hoch und atmete durch. Auffälliger ging's ja wohl nicht mehr. Da schien regelrecht jemand, um ihre Aufmerksamkeit zu betteln. Und irgendwie gefiel ihm das nicht. Kaum, dass die beiden Männer den Raum betraten, herrschte Stille. Die Klaviermusik erstarb, als hätte es sie nie gegeben. David konnte seine Gänsehaut nicht leugnen, und doch war er wie besessen von dem Gedanken, Kate hier zu finden. Es ließ ihm einfach keine Ruhe, und er konnte nicht verstehen, wie Sebastian so ruhig bleiben konnte. Aber er vermisste ja auch niemanden. Tief atmete David durch, sah sich in dem Raum um, damit er sich jedes Detail merken konnte. Die grünen Ledermöbel wirkten irgendwie seltsam. In jeder Ecke standen alte und verdorrte Pflanzen. Das Klavier nahm den Großteil des Raumes ein. Eigentlich war es sogar ein Flügel, der bestimmt mal verdammt viel Geld gekostet haben musste. Neugierig ging er auf das Instrument zu, musterte es eingehend und lief darum herum, als würde er irgendwas suchen. Skeptisch sah Sebastian zu ihm und hob eine Augenbraue an. »Verrätst du mir, was du da machst? Ich meine, warum siehst du dir das alte Klavier so genau an?« David nickte etwas zu seinen Worten, ehe er seinen besten Freund ansah. »Ist doch ganz klar. Du hast das Klavier genauso gehört wie ich, oder?« brummelte er leise und deutete auf das Musikinstrument. »Das Ding ist so verstaubt, da sind keine Spuren zu sehen. Wenn es jemand gespielt hätte, wäre der Staub verwischt. Bisher konnte ich aber auch noch keine elektronischen Geräte finden. Woher kommt also die Musik, wenn das Klavier im Raum bestimmt keinen geraden Ton mehr spielen kann? Wer weiß, wann das zum letzten Mal gestimmt wurde?« Fragen, die man sich tatsächlich stellen musste. Zustimmend nickte Sebastian, erleichtert, dass sich langsam die altbekannte Stimmung zwischen ihnen ausbreitete. Sonst war David nämlich auch nicht so leicht zu beeindrucken und er suchte ständig nach einer logischen Erklärung für das, was sie erlebten. In diesem Haus schien bisher alles andere als normal zu sein. Doch jetzt fanden sie zu ihrem alten Verhalten zurück. »Stimmt, wenn man uns an der Nase herumführen wollen würde, muss man hier irgendwas an Geräten finden«, murmelte er leise und sah sich noch einmal den Boden an. »Aber hier war seit Jahren niemand mehr. Sieh dir das Holz an, da sind eindeutig nur unsere Fußspuren zu erkennen. Was bedeutet, dass hier lange niemand mehr war?« »Hätte hier jemand ein Abspielgerät hinterlassen, wäre da kein Staub.« »Und schon gar nicht so gleichmäßig. So viel Mühe gab sich dann wohl doch niemand, um sie zu verarschen, oder?« David nickte, setzte sich auf den morschen Klavierhocker und betete, dass der ihn hielt. Was wurde hier gespielt? Wenn hier aber außer uns niemand mehr hier war, dann war Kate mit ihrer Freundin niemals in diesem Raum, murmelte er leise. Und ich war mir so sicher, dass sie herkommen wollten. Und der Wagen spricht ja auch dafür. Kann es sein, dass die beiden vielleicht in einer vollkommen anderen Dimension gelandet sind? Haben wir es schon mal mit sowas zu tun gehabt? Sofort schüttelte Sebastian den Kopf. Sie mussten sich schon mit vielem auseinandersetzen. Mit Geistern und auch mit denen, die ihnen nichts Gutes wollten. Sogar mit Dämonen. Sie hatten oft die Namen des Teufels gehört, der sie eigentlich angeblich jagte und sie verletzen wollte. Bisher war ihnen noch nichts passiert, aber man konnte davon ausgehen, dass es mehrere Bewusstseinsebenen gab. Sollte das hier der Fall sein? Du denkst, dass die beiden Mädchen ganz einfach in einer anderen Dimension feststecken? Dass sie genauso hier sind, wie wir hier sind? Und wir sind nicht in der Lage, sie zu sehen? Oder sie uns? Das klang verrückt. Aber alles, was sie bisher erlebt hatten, war verrückt. Besonders in diesem Haus schien alles nur noch verrückt zu sein. David zuckte leicht mit den Schultern und atmete durch. Sowas haben wir bisher noch nie erlebt. Und sollten sie in einer anderen Dimension sein, dann sind wir wohl wirklich... dann sind sie wohl wirklich nicht mehr am Leben. Trotzdem sollten wir wenigstens versuchen, Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Was bleibt uns denn sonst? Er fühlte sich so verzweifelt. Mittlerweile wusste er sich nämlich kaum noch zu helfen. Und die Zeit verging. Für David viel zu schnell. Mit jeder Sekunde, in der sie nur dumm rumsaßen und nichts taten, verlor er den Kontakt zu Kate mehr. Wenn er sie noch retten wollte, musste er irgendwas finden. Wer auch immer sich hier herumtrieb, er musste ihnen helfen. Entschlossen stellte er das Portal an und atmete durch. »Kann uns irgendjemand hören?« Erschrocken zuckte Kate zusammen. Mit einem Mal herrschte ein Lärm in dem Raum, wie keine von ihnen es jemals für möglich gehalten hätte. »Was ist das?« schrie Jen gegen das Rauschen an, welches klang, als hätte jemand das Radio aufgedreht, ohne einen richtigen Sender zu haben. Und dieses Rauschen war so laut, dass sich die zwei nur noch schwer selbst verstehen konnten.
Am liebsten hätte Jen den Stecker gezogen, aber sie wusste ja nicht einmal, woher der Lärm kam. Als sie dann endlich den Auslöser des Radaus fand, kniete sie sich hin und drehte an dem Knopf. »Was ist das denn, ein uraltes Radio? Sieht irgendwie aus, als hätte das jemand selbst gebaut«, brummelte sie leise. »Kann man das ausschalten? Oder finden wir wenigstens einen normalen Sender? Gegen wenig Musik hätte ich ja nichts einzuwenden, aber das Rauschen raubt mir doch die Nerven.« Kate hockte sich neben sie und musterte das seltsame Gerät. Sie wollte es nicht sagen, aber als sie den Raum betreten hatte, war davon noch nichts zu sehen gewesen. Kate hatte sich hier gut umgesehen und jetzt stand dieses Radio einfach unter dem Klavier, als hätte es dort schon immer gestanden. Hatte es allerdings nicht. Nervös biss sie sich auf die Unterlippe, denn dieses Ding kam ihr seltsam bekannt vor. Und Kate verschloss sich so gut wie möglich vor dieser Tatsache. »Wäre schön, wenn du das Ding ausschalten könntest«, murmelte sie leise und musterte Jen, die nur an dem großen Knopf in der Mitte drehte. »Hier muss doch irgendwas sein«, nörgelte die junge Blondine leise und zuckte zusammen, als sie eine Stimme hörte. »Hallo? Ist da jemand? Kann uns irgendjemand hören?« Eine männliche Stimme, die nach ihnen rief? Das war doch sehr abwegig, oder nicht? Hilflos sah sie Kate an, die mittlerweile doch sehr blass war und das kleine Gerät nur anstarrte, ohne etwas zu sagen. »Was machen wir denn jetzt?« flüsterte Jen leise. Immerhin sprach da jemand durch ein Radio mit ihr. Die Stimme, die sie hörte, kehrte sofort zurück. »Kann uns jemand hören? Ist hier außer uns noch jemand?« fragte die Stimme und Jen lief ein Schauer über den Rücken. Es war erstaunlich, wie dunkel der Mann klang und irgendwie gefiel ihr das. Kate zuckte nur leicht mit den Schultern und wollte das Gerät so schnell abschalten, als sich eine zweite Stimme meldete. »Kate? Bist du hier?« Verzweiflung. Man konnte sie regelrecht durch das Radio hören und Kate lief ein Schauer über den Rücken. »Willst du nicht was sagen?« flüsterte Jen leise, doch Kate schüttelte panisch den Kopf. Nein, sie konnte nichts sagen und sie wollte auch nicht. Nervös sah sie Jen an, die das alles nicht begreifen konnte. »Du solltest mit ihnen reden. Ich glaube, ich sollte das lassen«, flüsterte Kate mit zittriger Stimme, was Jen doch etwas verunsicherte. Warum war Kate denn so ängstlich? Klar, da kam eine Stimme aus dem Radio und keiner wusste, wie sie dahin kam. Aber vielleicht war das auch einfach nur ein dummer Zufall. Und der Radiosender erlaubte sich einen dummen Scherz. »Mein Name ist Jen«, rief sie darum in das Gerät, als hätte sie das Gefühl, besonders laut mit den Moderatoren reden zu müssen. Ob man sie durch das dämliche Rauschen überhaupt hören konnte? »Jen«, meldete sich der erste Mann wieder, von dem die hübsche Blondine erneut eine Gänsehaut bekam. Verdammt, der reagierte ja wirklich auf sie. Was sollte sie denn jetzt machen? Ja, mein Name ist Jen. Was soll das alles hier? Wir kommen hier nicht weg. Dabei wollen wir nur nach Hause, aber unser Wagen springt nicht an. Warum war sie nicht sofort auf die Idee gekommen? Wenn man sie über das Ding hören konnte, und sie stellte nicht in Frage, wie das gehen sollte, würde man ihnen vielleicht ein Taxi rufen können. Dann kam sie spätestens morgen früh hier weg und der ganze Spuk wäre vorbei. Das war doch genial! Was auch immer das für ein seltsames Radio sein mochte, gerade war Jen sehr dankbar dafür, dass es hier war. Wieder rauschte es laut in dem Gerät. »Euer Wagen springt nicht an? Das bedeutet, du bist nicht alleine? Können wir euch helfen?« Jen atmete durch. »Das war doch endlich die Lösung!« »Ja, wir brauchen Taxi! Wir kommen hier nicht mehr weg, weil das Auto nicht anspringt!« wiederholte sie aus irgendeinem Grund. Ob sie sicher gehen wollte, dass man sie auf der anderen Seite des Radios auch verstand? Die Männer wirkten so verdammt weit weg. Da fühlte man sich wohl automatisch, als müsste man schreien. »Wer ist denn wir?«, wollte die zweite männliche Stimme wissen, die etwas höher und deutlich angespannter wirkte. Jen mochte die beiden Stimmen. Es mussten zwei sehr nette Männer sein. »Ich und meine beste Freundin. Wir sind hergekommen, weil wir Fotos machen wollten.« »Was ist das für ein Ding? Ist das sowas wie ein Funkgerät?« Es musste ja gar kein Radio sein. Im ersten Moment hatte es nur den Anschein gemacht, als wäre es eines. Und jetzt schien Jen ganz von allein auf die Lösung zu kommen. Das war ein Funkgerät und irgendwo saß jemand, mit dem sie reden konnte. Das war doch quasi ein Sechser im Lotto. Warum war Kate dann nur so blass?